Frau Drosel, wir haben jetzt eine Runde gehabt mit Unternehmern, Politikern, jungen Politikern. Was haben Sie aus der Runde mitgenommen? Naja, das war schon mal interessant, auch mal die Sicht von jungen Unternehmern zu hören, weil wir jetzt, also weil ich zumindest relativ selten mit denen diskutiere. Aber es ist auch deutlich geworden, dass da schon zahlreiche unterschiedliche Auffassungen existieren. Wo sehen Sie die Unterschiede? Naja, die Unterschiede sind natürlich jetzt das klassische Thema Mindestlohn. Da waren auf jeden Fall große Unterschiede da. Und dann glaube ich auch bei der Problemwahrnehmung sind die Unterschiede. Denn wir als Jusos da schon, ja beispielsweise, dass viele junge Menschen keinen Ausbildungsplatz bekommen. Das ist für uns im Fokus. Da hatte man doch den Eindruck, dass da teilweise auch andere Sachen eher im Fokus sind. Was bedeutet für Sie Gerechtigkeit? Was für mich Gerechtigkeit bedeutet. Gerechtigkeit heißt für mich zum einen Chancengleichheit verwirklichen, heißt zum anderen aber auch, dass man auch über Verteilungsgerechtigkeit sprechen muss und dass es für mich, für uns Jusos nicht akzeptabel ist, wenn so viele Menschen unter armen Verhältnissen leben müssen, dass man dagegen vorgehen muss.